Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Nähen eines Thermovorhangs. Ich befinde mich übrigens gerade in unserem Sprinter. Das hier ist unser erster Ausbau. Und hier hinten befinden sich unsere Thermovorhänge. Und genau um die geht es nämlich heute. Die Thermovorhänge, die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, genäht. Und die haben hier so eine reflektierende Seite und hier drüben eine Sichtseite. Sieht einfach schön aus, wenn man es halt im Fahrzeug anbringt. Und das ist derselbe Stoff wie halt der Rest in dem Fahrzeug. Ich möchte diese Vorhänge, weil mir das Prinzip so gut gefällt, einfach nachnähen. Und wie das genau geht, das seht ihr jetzt in der Werkstatt. Für die Sichtseite verwende ich einen Verdunkelungsstoff. Diesen nehme ich auch für die restlichen Vorhänge. Für eine schnellere Fertigung habe ich bereits eine Schablone angefertigt und muss nur noch die Kontur des Vorhangs abzeichnen und dann natürlich ausschneiden. Die Mittellage des Thermovorhangs besteht aus einer Luftpolsterfolie. Das soll zusätzlich dämmen. Alternativ kann man hier auch Wolle oder anderes Material nehmen. Weil die bestellte Folie leider nicht breit genug ist, musste ich noch ein Stück dran kleben. Jetzt fehlt nur noch die andere Außenseite, die das Sonnenlicht reflektieren soll. Die Sichtseite ist ausgeschnitten, genauso wie die Mittellage, die Luftpolsterfolie. Jetzt möchte ich diese Thermomatte zurechtschneiden. Das sind Reststücke aus dem alten Van. Und ich sehe gerade, das reicht leider nicht. Da fehlt hier ein kleines Stück. Deswegen muss ich nochmal zum Baumarkt und ein neues kaufen. Auf geht's! Ja, wer kennt das nicht? Beim Ausbauen, ständig im Baumarkt oder woanders. Also ich bin jetzt beim Real und kaufe jetzt endlich mal die Matten. Gut, das war wohl nichts. Beim Real restlos ausverkauft, nicht lieferbar. Deswegen muss ich zum Baumarkt. Nur alle Baumärkte haben momentan zu, deshalb geht's morgen weiter. Bis morgen. Ich war heute Morgen beim Baumarkt. Ich habe einen ordentlichen Vorrat gekauft, also ich glaube, das sollte reichen. Ich habe jetzt alle Schichten aufeinander gelegt. Das ist jetzt so, soll der fertige Vorhang aussehen. Das sind jetzt, wie gesagt, die Luftpolsterfolie in der Mitte, der Stoff außen und hier auf der anderen Seite dann die isolierende Seite. Oder eher die reflektierende Seite. Und ich möchte das jetzt zusammennähen. Das heißt, ich werde jetzt am Rand eine Naht setzen mit diesem Band. Aber davor muss der Vorhang noch irgendwie fixiert werden, denn es verschiebt sich halt arg. Und wenn ich das am Rand zuerst nähe, dann kann es passieren, dass das zu sehr gespannt ist. Deswegen werde ich in der Mitte erst die Nähte setzen und dann weitermachen mit dem Rand. Bevor ihr anfangt zu nähen, probiert es doch am besten vorher aus, ob es eure Nähmaschine überhaupt schafft und wie ihr überhaupt damit zurechtkommt. Ich mache das immer so, ich gucke, welche Nähte ich haben möchte, welche am besten funktionieren mit diesem dicken Material. Ich habe mich jetzt für eine Naht entschieden, die jetzt dafür am besten funktioniert. Ich probiere trotzdem erst noch ein bisschen rum und schaue, wie das am besten mit diesem Stoff hier harmoniert. Gar nicht so schlecht aus. Wie sieht es auf der Rückseite aus? Satz mit X, das war wohl nichts. Ich habe jetzt das Projekt jetzt eine Woche ruhen lassen. Denn mir ist nämlich Folgendes passiert. An der Alufolie, da wo ich meine Naht gesetzt habe, das ist hier oben gewesen, da ist es komplett ausgerissen und die Alufolie ist kaputt gegangen. Ja, die Qualität von der Alufolie hat deutlich abgenommen, denn vor 2 Jahren hat das alles noch funktioniert mit der Alufolie. Da war sie auch noch ein bisschen dicker und von der Qualität einfach besser. Jetzt, ich habe es im selben Baumarkt gekauft, ist die Qualität jetzt nicht mehr so gut, leider, leider. Deshalb musste ich mir was Neues überlegen. Und mit Lieferzeit und so weiter und so fort bin ich jetzt eine Woche später dran. Aber das ist jetzt der Stoff, den ich mir jetzt dafür ausgesucht habe. Denn wichtig war mir immer noch bei dem Vorhang, dass es auch noch eine Seite hat, die das Sonnenlicht reflektiert. Und das ist mit diesem Stoff definitiv möglich.
Der hat hier so eine, auch so eine Beschichtung drauf. Das werde ich jetzt als Ersatz nehmen. Nicht mehr die Alufolie, sondern einfach diesen Stoff. Diesen Stoff habe ich auch schon mal vernäht. Und zwar habe ich daraus Caddy-Vorhänge mal gemacht vor einer Ewigkeit, also bei unserem Caddy. Das hat auch super funktioniert und deswegen weiß ich, was ich da jetzt in der Hand halte. Ich hoffe, die Qualität passt hier noch. Ich probiere es mal aus. Das heißt, ich muss jetzt alles nochmal neu ausschneiden, aber hoffentlich funktioniert es. Fürs Nähen habe ich das jetzt alles fixiert. Auf der Rückseite der neue Stoff, in der Mitte die Luftpolsterfolie und dann hier vorne der Vorhangstoff. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das jetzt auch mit der Nähmaschine verhält und ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe etwas herumprobiert, bis ich die perfekte Fadenspannung für das Material eingestellt habe. Jetzt muss nur noch das Außenband am Vorhang fixiert werden, damit ich eine saubere Naht setzen kann. Da der Vorhang keine einfache Form hat und sich das Band ständig verschiebt, habe ich mich dafür entschieden, es zusätzlich mit einer einfachen Naht am Stoff zu fixieren. Das war natürlich etwas aufwendig, aber wie ich finde, die beste Lösung für eine so komplizierte Form. Und dann kommt die richtige Naht mit der Nähmaschine. Dabei war es nicht so einfach, das Band an der kurvigen Kontur zu vernähen. Zum Glück habe ich es ja vorher gut fixiert. Sobald auch das erledigt war, habe ich noch die Naht entfernt, die zur Fixierung gedient hat. Damit der Vorhang an der richtigen Position hält, habe ich aus dem Band 4 Taschen gefertigt, in die jeweils 2 Magnete gesteckt werden. Also einmal auf die Stoffseite und einmal auf die reflektierende Seite. Denn ich möchte den Vorhang, weil die Heckfenster symmetrisch sind, von beiden Seiten nutzen können. Ich bin jetzt fertig geworden. So sieht der Vorhang jetzt aus. An allen 4 Ecken befinden sich jetzt auch Taschen und Magnete von jeder Seite. Und jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt passt. So, mal schauen. Boah, das passt ja 1A rein. Das sieht doch richtig gut aus von der Farbe. Richtig gut. Und die Magnete, die halten auch. Da war ich mir nicht so sicher wegen des Vlieses. Aber das ist ja richtig, richtig mega gut. Vor allem, ja, ich bin zufrieden. Das sieht richtig gut aus. Jetzt mache ich mich dran, den anderen Vorhang zu nähen für diese Tür. Und es kommt noch mal so ein anderer Vorhang hier da vorne rein. Das ist so eine Abtrennung, eine Fahrerhausabtrennung. Und da, wo das Fenster in der Schiebetür ist, da kommt auch noch mal ein Vorhang rein. Also ich habe viel zu tun, deshalb mache ich jetzt mal weiter. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert sehr gerne unseren Kanal und bis nächste Woche. Ciao! Ciao. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und zwar, diese Nähte sind ja extra dafür gemacht, dass der Stoff gut liegt und dass man es zusammenklappen kann. Damit man das am Ende ja auch verstauen kann. Praktisch, oder? Ha ha ha.